Hallo, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich glaube, in diesem Raum habe ich noch nie gedreht. Ups. Jetzt sieht man auch, warum. Das ist mein Schlafzimmer und auf meinem Bett liegt gerade die ganze dreckige Wäsche, die ich gleich waschen muss. Es ist Wochenende und ich drehe mal wieder für euch. Wie ihr an der Wäsche erkennen könnt, ist gerade bei mir wieder so ein... ist einfach mein Putzteil. Da muss ich halt alles machen, die Wohnung sauber machen, Wäsche waschen und was halt so im Erwachsenenleben leider dann noch so ansteht. Und ich habe jetzt so ein neues Stativ, so ein Handstativ. Und ich merke, dass mein Arm langsam richtig schwer wird. Moment. Genau, okay, jetzt kann ich so ein bisschen stützen. Genau, ich habe letzte Woche nicht gedreht, weil ich krank war. Mir ging es einfach nicht so gut. Und irgendwie war ich schlapp und ich habe gedacht, okay, shit, jetzt hat der Winterblues mich auch gekriegt. War es nicht, ich glaube, es war einfach so ein kleines Tief, was man ja immer wieder so hat. Und ich war aber trotzdem auf dem Fischmarkt. Das war super cool. Ich habe auch richtig viel gekauft. Das blende ich euch mal gerade hier ein. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag, 10 Uhr morgens und ich war schon 2 Stunden unterwegs auf dem Fischmarkt. Und ja, ich zeige euch mal meine Ausbeute. Also das habe ich gekauft. Einmal 6 Granatäpfel, dann ein Haufen Avocados. Und nochmal Äpfel. Da gibt es auch so Obstkörbe, die man kaufen kann, aber die haben mich jetzt nicht so angesprochen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Die Avocados sind alle noch super hart, was aber ganz gut ist, weil es sind so viele. Und dann reichen die ja wahrscheinlich nicht alle gleich schnell. Und dann kann ich sie einfach so über die nächsten 2-3 Wochen aufbrauchen. Die halten sich auch ewig und die auch. Das heißt jetzt eine Menge Obst für eine Person, aber ich kann einfach jetzt die nächsten 2-3 Wochen davon essen. Und ja, ich erinnere mich nicht mehr, ob ich im Video gesagt habe, wie viel ich bezahlt habe. Aber ich glaube, für alle Sachen waren es 7 Euro oder 8. Ich weiß nicht, aber unter 10. Und es war halt mega gut. Und ich habe die ganze Woche lang von den Avocados gegessen. Ich habe jetzt immer noch mega viele. Und ich habe auch gerade meinen Kühlschrank sauber gemacht, weil ich bin letzte Woche halt auch nicht dazu gekommen, irgendwie richtig einkaufen zu gehen. Und da ist einfach nichts. Mein Kühlschrank ist einfach leer. So leer war noch nie. Ich zeige es euch mal gerade. Kommt mit. Ich wollte nicht in der Küche filmen. Wie gut, dass meine Kamera sich auch so schnell den neuen Lichtbedingungen anpasst. Naja. Ich wollte nicht in der Küche filmen. Werdet ihr auch wahrscheinlich gleich hören, wenn die Waschmaschine wieder anfängt zu schleudern. Weil ich wasche gerade schon die erste Maschine. Ich zeige euch jetzt mal meinen Kühlschrank. Das hier sieht ja noch einigermaßen normal aus. Ich habe noch 5 Avocados, ein bisschen Zitrone und dann halt, was man immer so hat, irgendwie Currypasten, Miracle Whip und dann noch die Granatäpfel, die ich halt entkernt habe. Dann noch ein bisschen Hafermilch, aber der eigentliche Kühlschrank, der ist aber nichts. Düpp, 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 das sind noch Reste von gestern, so ein bisschen Salat. Oben ein bisschen Ei, Käse und sonst ist einfach nichts da unten. Selbst gemüsemäßig habe ich einfach nur eine Packung Karotten und so noch nicht mal eine halbe Zucchini, irgendwie so ein ganz kleines bisschen Zucchini und Paprika. Naja, ich werde jetzt gleich einkaufen gehen, weil der Kühlschrank muss ja gefüllt werden. Aber ich zeige euch mal dafür, wie ich das immer so organisiere. Aber wir gehen wieder zurück ins Schlafzimmer, weil hier ist es einfach super laut. Also, das ist meine fancy Liste. Ich sehe gerade, meine Fingernägel sehen auch so schlimm aus. Muss ich auch machen. Also hier in der Nähe habe ich 4 Supermärkte. Den Rewe, Lidl, Penny und DM. DM ist ja kein Supermarkt und der ist auch nicht hier in der Nähe. Aber da muss ich halt auch regelmäßig auf jeden Fall hin. Und dann habe ich hier wie so einen Wochenplaner und eigentlich schreibe ich da immer noch rein, was ich an welchem Tag essen möchte. Weil irgendwie war ich dieses Mal nicht so in der Stimmung, das direkt schon so festzulegen, aber es ist halt auch super locker. Ne? Ich kaufe halt immer nur ein, dass ich dann für jeden Tag irgendwas zu essen habe, aber ich entscheide dann halt meistens spontan, wann ich was esse. Und genau, zum Frühstück, irgendwie in letzter Zeit habe ich halt nicht so Bock auf... richtig frisches Obst, ich weiß gar nicht wieso. Also ich habe mich jetzt festgelegt auf Porridge mit Bananen, also die Bananen so reingematscht, damit es süßer ist. Erdnussmus und Granatäpfelkerne, die ich halt beim Fischmarkt geholt habe. Als Snack einfach so ein bisschen Obst, vor allem Obst, ein bisschen Gemüse, vor allem Karotten, Gurke, Paprika mit Hummus.
Und dann hier nochmal, was ich alles kaufen muss, in welchem Supermarkt. Und das plane ich halt zu machen. Einmal Chili Sin Carne mit Quinoa, dann eine Minestronensuppe, eine Burrito Bowl, Kisser, sagt man das so? Oh Gott, mein Freund würde mich jetzt bestimmt mega auslachen. Das ist diese mit Bulgur, das ist so ein kalter Bulgursalat mit Tomate und so weiter, Petersilie. Dann hier noch gefüllte Tomaten oder Zucchini, Kürbisrisotto und Gemüsesuppe. Also diese Sachen kann ich einfach aus dem Einkauf plus meinen Staples noch machen. Ich finde es halt super dumm, dann irgendwie erstens so viel einzukaufen und dann, ich habe auch kein Auto, das heißt, man muss schon schlau vorgehen, weil auch wenn man zu viel kauft, muss man ja alles nach Hause schleppen. Plus man kann halt wahrscheinlich gar nicht alles aufessen und dann geht es kaputt und das finde ich einfach schrecklich. Und genau, um der Lebensmittelverschwendung, um diese einfach zu verhindern, mache ich immer so einen Plan. Schreibt mir gerne, ob ihr das auch macht. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, dass ich nicht so Bock irgendwie auf frisches Obst habe. Ich weiß gar nicht, was los ist. Irgendwie so in letzter Zeit, also heute Morgen habe ich auch einfach, das habe ich gar nicht gefilmt, weil ich war mir noch nicht sicher, ob ich heute filmen werde, weil es halt so ist wie immer. Ich habe das Gefühl, dass ich halt immer das Gleiche mache. Falls es euch langweilt, sagt auch Bescheid. Aber wie gesagt, ich hatte einfach nur Porridge und es waren auch nur Haferflocken, Chiasamen in Wasser aufgekocht mit ein bisschen Zimt, einer halben Banane. Und weil ich selbst keinen Bock auf Banane hatte und dann einfach so ein Babygläschen, was war das, Maracuja und Apfel reingemischt und ein bisschen Granatapfelkern. Und es war so, ja, okay. Naja, ich werde auf jeden Fall einkaufen gehen. Davor werde ich aber noch was essen und das zeige ich euch aber diesmal auf jeden Fall. I guess I'm just a selfish ghost. Ich habe ja gezeigt, dass es geregnet hat, geregnet, geschneit. Es hat so circa 2 Minuten geschneit und jetzt ist es zu Regen geworden, typisch Hamburg. Aber es war so schön. Ich liebe Schnee einfach. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Naja, ich habe mir jetzt mein Mittagessen gemacht. Ich zeige es euch mal gerade. Ein bisschen ungewöhnlich für mich. Also, das ist mein Mittagessen. Das ist Romana-Salat mit gekochten Kartoffeln, Prinzessbohnen, Thunfisch und dann habe ich noch so ein Avocado-Dressing gemacht. Habt ihr ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Einfach nur eine Avocado zermatschen, ein bisschen würzen, Zitronensaft dazu untermischen, das war's. Und dazu trinke ich ein Wasser. Und dann gehe ich gleich auch schon einkaufen. Ich bin jetzt hier zurück und zeige euch jetzt mal meinen Einkauf. Petersilie, Backpulver, Haferflocken, Schlagsahne, damit möchte ich Butter selbst machen. Entschuldigt bitte dieses mega laute Geräusch, aber die zweite Ladung Wäsche ist jetzt gerade in der Waschmaschine. Kichererbsen, weiße Bohnen, dann habe ich 2 Limetten, 2 Süßkartoffeln, Dinkelmehl, Bio-Zitronen, Frischkäse, Tomaten, die Flasche ist leer, Brokkoli, Backkakao, Schokodrops, Bananen, Zucchini, Blaubeeren, Salat, ein Dinkelbrot, Sellerie, passierte Tomaten, gestückelte Tomaten, Oliven und Hummus. Das ist mein gesamter Einkauf gegeben. Dafür habe ich ungefähr 25 Euro ausgegeben. Ich sehe mal wieder ein bisschen anders aus. Ich habe mich umgezogen, ich habe mich abgeschminkt, ich war duschen. Ich habe 1 Stunde Yoga gemacht und
Es war richtig anstrengend, aber auch richtig gut. Meine Beine zittern ins Heulen, tun irgendwie total weh, aber man ist halt so richtig schön gedehnt. Ich habe voll die unreine Haut bekommen. Ich habe eine richtige Pickelexplosion. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da ist eins und pff, das nervt total. Und ja, ich werde mir jetzt eine Suppe kochen, eine Gemüsesuppe. Habe irgendwie Bock drauf und dann werde ich die mit ein paar Avocado-Broten dann essen. Ich hatte ja heute Morgen kein Avocado-Brot, das heißt, es darf ja nicht fehlen, deswegen abends. Genau. Und einige von euch hatten sich nach der Yoga-Sache erkundigt. Deswegen zeige ich sie euch mal gerade. Moment. Hey everyone. So, das ist der Kanal, mit dem ich diese Yoga-Challenge mache. Und sie hat extrem viele Yoga-Videos, also für jeden etwas, für spezielle Verkrampfungen, die man hat oder was man halt besonders trainieren möchte. Und ich mache einfach das hier, dieses 30, also 30 Days of Yoga. Das mache ich. Habe ich jetzt angeklickt? Nein, Gott sei Dank. Bin jetzt beim Tag 13. Ich bin jetzt am Tag 13. Ich habe es mir wirklich fest vorgenommen, es jeden Tag zu machen. Das hat aber nicht geklappt, weil manchmal ist man einfach so fertig, ich habe einfach gar keine Energie und ich will einfach nur sofort ins Bett. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich dann am nächsten Tag 2 gemacht habe. So wie es einfach bei mir am besten gepasst hat. Und das finde ich auch extrem angenehm, weil dann ist es nicht so ein Druck dahinter. Man denkt immer so, ja, du musst. Wenn man das einmal nicht macht, dann kommt man direkt aus diesem Trott raus. Genau, und als ich einkaufen war, war der UPS-Mensch da. Und er hat meine Lieferung einfach an irgendeine UPS-Station gebracht, die eine halbe Stunde von hier weg ist. Da fährt nichts hin. Also keine U-Bahn, kein Bus, nichts. Und ich krieg was extrem Schweres. Also das wiegt 10 Kilo. Und ich hatte halt darum gebeten, dass man mir die Sendungsnummer schickt, damit ich halt auf jeden Fall zu Hause sein kann, weil ich habe kein Auto. Und die haben auch so ganz witzige Öffnungszeiten, irgendwie immer bis 16 Uhr, auch unter der Woche. Und jetzt, keine Ahnung, muss ich mal sehen, wie ich dieses Paketproblem löse. Aber ich mache mich mal ans Essen kochen und ihr kommt auf jeden Fall mit. Das ist jetzt die erste Ladung Gemüse, die in die Suppe kommt. Also Lauch, Kartoffeln, Zucchini, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Sellerie. Dann kommen noch 3 Karotten hinzu. Die genauen Mengenangaben stehen auch immer bei diesen Videos unten in der Infobox. Und ja, das gebe ich jetzt einfach mal alles in einen Topf mit etwas Gemüsebrühe. Lass das einfach köcheln, bis das Gemüse durch ist. Werde dann alles pürieren. Und dann wahrscheinlich noch etwas Bohnen hinzugeben. Und dann ist es auch schon fertig. Dann noch ein bisschen mit Olivenöl abschmecken, Salz, Pfeffer. Und das war's. So, meine Suppe ist fertig. Die ist hier. Ich habe mir diese Schüssel neu voll gemacht. Ich habe noch richtig viel Olivenöl reingetan. Und ich habe mir dieses leckere Brot heute gekauft. Das werde ich damit essen. Und mehr mache ich heute gar nicht. Ich werde noch ein bisschen einen Film schauen, eine Serie schauen und dann einfach nur entspannen. Und ich hoffe, dass euch auch dieses Video wieder gefallen hat. Falls ihr wissen wollt, wie ich den Salat genau gemacht habe oder auch die Suppe, das steht immer alles in der Infobox. Das sind einfach die Videos, sind halt keine klassischen Rezeptvideos wie früher. Aber ich schaffe die einfach nicht mehr zu produzieren momentan. Auch hier die Bedingungen in der Küche sind einfach nicht die besten, also kein Vergleich zu Hause. Ich meine, ihr seht ja einfach den Vergleich in den Videos. Und ja, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Schaltet beim nächsten Mal sehr gerne wieder ein. Ich würde mich total darüber freuen. Ich wollte gerade noch ein stärkeres Wort als total finden, ist mir nicht gelungen. Und bis dann.